Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Heute geht es weiter in unserer Serie mit dem Zanderangeln vom Ufer. Das Wetter ist jetzt nicht so besonders und ich hoffe sehr, dass der Petrus uns nicht wie beim letzten Ausflug wieder rabiat unterbricht und vom Wasser verjagt. Heute möchte ich euch unbedingt einen Zander zeigen, einen Uferzander gefangen am Rhein hier. Wir möchten nicht einfach nur angeln, sondern wie im letzten Video eine extrem gute Angelstelle beleuchten. Ich möchte euch erklären, wie so eine Stelle funktioniert. Heute sind wir, ihr seht es hier vielleicht schon im Hintergrund, an einer Kanalmündung in den Rhein hinein. Ich kenne verschiedene Kanalmündungen in verschiedene große Flüsse und es sind immer außerordentlich gute Angelstellen für das Zanderangeln vom Ufer. Diese Stellen werden aber auch von außerordentlich vielen Anglern regelmäßig aufgesucht. Und genauso wie das Stauwehr sind Kanalmündungen echte Hotspots, an denen sich ein längerer Aufenthalt definitiv lohnt. Worauf wir als Uferangler an einer solchen Stelle dann achten sollten und wie man eine solche Stelle liest, das soll Inhalt dieses Videos sein. Diese Kanalstelle hier ist regelrecht bilderbuchmäßig und wir können die einzelnen sehr interessanten Bereiche sehr schön erkennen. Natürlich kann man vieles, was hier den guten Angelplatz ausmacht, auch woanders erkennen und erfolgreich nutzen. Es sollten also alle Zanderangler dranbleiben, um grundsätzliches Verständnis für Angelstrategien und vor allem für besonders gute Angelstellen vom Ufer aus zu bekommen. Auch eine meiner allerersten Angelstellen am großen Fluss, am Rhein, war eine Kanalmündung. Diese Stellen sind extrem gute Angelstellen und wir können sicher sein, dass es an solchen Stellen von Natur aus immer Zander geben wird. Zander lieben solche Stellen. Ich konnte an dieser Kanalmündung in Deutschland, in Wesel, einige meiner größten Zander fangen und auch meinen ersten 90-plus-Zander überhaupt aus dem Rhein. Das war schon 1991 und ich habe leider nur ein paar ziemlich schlechte Bilder von diesem Adrenalinfisch damals, den ich übrigens an einem Julitag bei großer Hitze auch noch mittags fangen konnte. Im Hintergrund sieht man noch die alte Weseler Brücke, die heute durch eine wesentlich modernere Brücke schon ersetzt worden ist. Neben vielen und zum Teil auch sehr großen Zander konnte ich an solchen Plätzen eigentlich alle Fischarten zahlreich fangen. Es treffen zwei Gewässersysteme aufeinander und wandernde Fische aus dem einen wie dem anderen Gewässer treffen hier in so einer Mündung zusammen. Es gibt immer interessante Bereiche, die die Fische im Moment ganz toll finden. Das ist also mal die stärkere Strömung von dem Fluss und mal das ruhigere Wasser von dem Kanal. Wir haben auch viele verschiedene Strukturen. Der Kanal hat immer etwas Interessantes für die Fische zu bieten. Hier im Rhein sind neben den Zandern auch große Barsche, kapitale Hechte, tolle Rapfen und zunehmend auch dicke Welse zu erwarten. Alle Fische lieben die Vielfalt an unterschiedlichen Bedingungen, die hier aufeinandertreffen. Es gibt starke Strömungen mit Strömungskanten sowohl direkt am Fluss als auch hinten drin im Kanal. Das ist extrem spannend, denn große Kehrwasser, richtig große Drehs, sind für Fische und mich als Angler magische Anziehungspunkte. Dort, wo die Strömung des Hauptflusses herkommt, entsteht direkt an der Kante zum Kanal eine richtig scharfe Strömungskante, die man sofort und mit dem bloßen Auge erkennen kann. Direkt am Fluss mit der Strömung sind beide Seiten der Kanalmündung tolle und aussichtsreiche Angelplätze, speziell jetzt im Sommer. Dort, wo das Wasser wegströmt, ist es für Einsteiger meistens einfacher zu angeln. Die Schnur wird von der wegtreibenden Strömung schön stramm gehalten und ohne viel Ködergefühl wird der Köder meistens trotzdem attraktiv von der Strömung bewegt. Die direkte Mündung ist bestimmt auch für euch der erste Anlaufpunkt. Einer solchen Stelle und häufig eine gute Wahl. Hier gibt es viel Bewegung im Wasser. Der Fluss transportiert im erwärmten Wasser viel Sauerstoff heran und die Fische lieben das jetzt im Sommer. Das ist wie so ein Frischluftventilator und wichtig, wenn die Wassertemperaturen dann auch über 22 Grad steigen.
Die komplette Strömungskante quer durch die Kanalmündung ist außerordentlich interessant und sollten wir auch mit sehr weiten Würfen absuchen. Ähnlich wie an der letzten Stelle, dem Stauwehr aus dem Video hier, ist also sehr sinnvoll, auch auf weite Würfe eingestellt zu sein. Auch hier sind neben dem normalen Gummifisch vielleicht die Dropshot-Montagen und Carolina Rigs anzuraten und andere Weitwurfmontagen mit bestimmten Weitwurfködern könnten auch sinnvoll sein. So dass wir also als Uferangler dann auch ganz große Bereiche in dieser Kreisströmung absuchen können. Je weiter wir hinauskommen, je mehr wir absuchen können, desto besser ist das. Dort, wo die Flussströmung auf der anderen Kanalseite, also auf die Mündungskante, auftrifft, strömt das Flusswasser kräftig in den Kanal hinein. Ist also dann eine Strömung in den Kanal. Das kann, je nach Art der Mündung, von einigen Dutzend bis Hunderte von Meter hinein erfolgen. Je stärker der Strömungsdruck auf die Kanalkante, desto weiter fließt es auf der anderen Seite in den Kanal hinein. Wir nennen diese Kante dann, wo es hinströmt, die Druckkante. Wenn ihr hier steht, drückt das Wasser auf euch zu. Und vor allem, wenn der Angeldruck sehr groß ist, sind die offensichtlich guten Angelstellen häufig schon abgesucht und die Zander weichen dem Angeldruck gern am Tage aus. Grundsätzlich ist aber die gesamte große Kreisströmung in der Mündung ein sehr interessanter und immer wieder abzusuchender Bereich. Und hier ist es immer wieder witzig zu beobachten, dass viele Angler gar nicht richtig verstanden haben, worauf zu achten ist. Hinten im Kanal drin nämlich muss sich die Strömung ja auch irgendwie zurückdrehen. Das Wasser kann ja nicht endlos in den Kanal hineinströmen. Bei normalem Wasserstand passiert das immer an einer Stelle und diese Stelle ist dann häufig auch bekannt. Da setzen sich die Angler da auch immer wieder gerne hin. Und wenn wir lange stabile Wasserstände haben, dann hat diese lange anhaltende gleichmäßige Strömung da auch eine schöne Rinne ausgespült. Zumindest aber ist der Boden da schön fest und richtig sauber und auch das lieben die Zander besonders. Und in dieser Rinne liegen die natürlich dann auch gerne und die Räuber sind zusammen mit anderen Fischen dort unterwegs. Auf der einen Seite ist es also an der Außenkante einfach zu angeln, auf der anderen Seite ist es die Innenkante, dort wo die Strömung ebenfalls vom Ufer wegzieht. Wenn also das Wasser hier jetzt wegströmt, dann drückt es auf der anderen Seite aufs Ufer. Es geht rein in den Kanal, da zieht es auf der anderen Seite weg und drückt dann auf meiner Seite hinten im Kanal wieder auf das Ufer zu. Hier an dieser Kanalmündung ist durch die Kanalbauer diese Kreisströmung schon vorkonstruiert worden. Man sieht das sehr schön an der kreisförmigen Mündungsgestaltung. Witzig wird es aber, wenn der Wasserstand sich besonders stark verändert und die Strömung damit viel weiter in den Kanal hereindrückt, wenn diese herkömmlichen Kreisströmungen nicht mehr existieren. Vor allem bei sehr hohem und sehr niedrigem Wasser kann das passieren, dass also die Strömungskante hinten drin ganz kräftig nach innen oder nach außen rutscht. Und da müssen wir auch unseren Hauptangelschwerpunkt entsprechend verlagern. Diese Strömungskante, wo also stehendes Wasser und fließendes Wasser aneinander vorbeihuschen, wo also vielleicht auch schöne Wirbel sind, das sind auch nochmal ganz besondere und veränderliche Punkte. Das müssen wir also unbedingt im Kopf haben. Dort solltet ihr unbedingt auch ausprobieren, ob sich ein paar Zander eingefunden haben. Zander lieben es häufig, wenn sie sich in leichtere Strömung stellen können. Stillwasser ist etwas für die Winterzeit, aber auch wenn die Räuber aktiv jagen gehen, also in der Dämmerung und der Nacht meistens. Bei extremem Hochwasser weichen die Zander der heftigen Hauptströmung aus und ziehen sich in ruhigeres Wasser hinten in der Kanalmündung zurück. Vielleicht gehen sie auch ganz in den Kanal oder andere Nebengewässer hinein, dann mögen die diese starke Strömung nicht mehr. Speziell hier gibt es noch weitere sehr interessante Bereiche, die häufig in Kanalmündungen zu finden sind. Wir sehen hier im Hintergrund schon Spundwände, sind eigentlich ein eigenes Video wert. Das sind geniale Angelstellen, wenn wir sie zu nutzen und zu lesen wissen.
keine andere Uferstruktur ist steiler, also senkrecht als Wand. Und dort können wir sogar als Uferangler vertikal angeln. Kleine V-Schwänze zupfend direkt unter der Rutenspitze können magische Fänge bewirken. Und es lohnt sich manchmal, wenn man genug Spundwand hat, den ganzen Tag nur damit zu angeln. Das kann also eine Methode für sich allein sein. Um wirklich erfolgreich zu sein, müssen wir aber auch etwas verstehen, warum und wo Spundwände besonders gute Angelplätze sind. Abgesehen davon, dass hier direkt vor unseren Füßen gleich tiefes Wasser zu finden ist, bieten Spundwände ganz tolle Deckung für Kleinfische und Räuber. Es sieht zwar überhaupt nicht natürlich aus, die Natur nimmt diese Möglichkeit aber sehr gern an. Falls ihr euch wundert, dass die Zander mal da und dann wieder nicht da sind, dann denkt einmal an den Sonnenstand und das Wissen, dass Zander sehr gern Schatten aufsuchen. Spundwände sind hervorragende Schattenspender, wenn der Sonnenstand stimmt. Wenn die Sonne so wie jetzt gerade hoch am Himmel steht, ist das kein guter Schatten. Es lohnt sich also besonders direkt an der Spundwand zu angeln, wenn die Sonne günstig steht und die Spundwand, sagen wir mal, hier ist die Sonne, hier ist die Spundwand, hier ist das Wasser, wenn die Sonne also einen schönen Schatten spendet. Also mittags um 12 ist es meistens nicht so günstig, beziehungsweise ist der Schatten so klein, dass die Zander wirklich super dicht an der Wand liegen. Bei Regenwetter oder starker Bewölkung, vielleicht auch heute, und in der Dämmerung ist die Spundwand dann aber auch nicht der Topplatz. Es sind die Momente, in denen die Zander ausgeflogen sind und dann irgendwo zum Fressen und auf Yacht und Wanderschaft unterwegs sind. Man fängt dann an der Spundwand selbst eher weniger und sogar gar nichts. So eine Kanalmündung ist aber ein sehr gutes, vielseitiges Revier, weil dem Zander hier ohne große Wanderung alles geboten wird. Mit weniger Licht haben wir hier jetzt eine schöne Steinpackung. Mit mehr Licht haben wir dann also auch eben diesen Schattenplatz. Und wir können also an den unterschiedlichsten Plätzen suchen. Neben der Spundwand sind natürlich noch viel mehr Stellen am Tage heiß. Die Unterkante der Steinpackung zum Beispiel ist ebenfalls ein Dauerbrenner. Nicht sichtbar für uns und weniger ausgeprägt wie diese Spundwand hier, aber auch dort gibt es schöne Kanten, schön genug für Zander, weniger schön für uns, denn an diesen Steinkanten in Verbindung mit dieser Kreisströmung hier sind auch schöne Hängerstellen. Wer nicht aufpasst, hat ruckzuck schöne Hänger. Das Hängervideo mache ich euch noch, das ist versprochen, das ist schon in Arbeit. Jetzt machen wir erst einmal hier weiter. Habt ihr die Dalben da hinten im Hintergrund gesehen? Dalben, also hölzerne große Bauelemente hier im Wasser, sind Anlege- und Abstandshilfen für die Schifffahrt. Und natürlich bieten die auch tolle Deckung für Zander. Wenn solche Dalben auch noch die Strömung brechen, so wie diese Dalbe da, dann wird ein perfekter Zander-Hotspot geboren. Den nehmen wir uns dann gleich auch noch vor. Die meisten Angler gehen nicht weit in den Kanal hinein. Wenn die Strömung weit hineinreicht, solltet ihr aber unbedingt das auch in Augenschein nehmen. Ich habe euch das mit der Kreisströmung erklärt. Leichte Kreisbewegung ist super zum Zanderfang. Je größer die Wasserbewegung, weit entfernt im Kanal, desto besser und desto wahrscheinlicher sind einige Zander auch dort zu finden. Zwar stehen die Fische hier selten gestapelt und beißen wie wild, aber wer einen Hotspot intensiv absucht, findet auch hier hinten drin immer wieder einen schönen Fisch. Manchmal auch nur kleine, aber da stecken wir eben nicht drin. Was wir hier über Wasser nicht erkennen können und unbedingt ausforschen müssen, sind die vielen kleinen Unterwasserstrukturen. Es gibt auch hier mitten im Kanal noch kleine ausgeprägte Kanten, meistens aus Lehm, die sind dann vielleicht gebaggert, mit Hängern auch. Und diese Stellen haben auch Steine am Grund und die Hänger, die müssen wir einfach mal einkalkulieren. Da ist Struktur, da stellen sich die Zander nämlich besonders gerne hin. Und genauso wie in dem Video über Wehranlagen macht es Sinn, diese Hängerspots intensiv dann vielleicht mit Dropshot oder Carolina Rig abzusuchen. Das bleibt nicht ganz so stark hängen. Und was bei solchen Mündungen unbedingt zu beachten ist,
Der Wasserstand entscheidet alles. Große Flüsse haben starke Wasserstandsschwankungen und mal drückt die Strömung richtig rein und dann ist wieder gar nichts da. Dann ist das so, ich hätte jetzt fast gesagt, laues Lüftchen. Das verändert den Spot ganz deutlich. Also da, wo ihr gestern noch gefangen habt, muss in 2 Wochen nichts mehr sein. Das hängt also ganz stark davon ab, wie sich der Wasserstand verändert. Umgekehrt, wenn jetzt gerade so eine schöne Hochwasserwelle durchkommt, kann es heute miserabel sein. Und sobald der Wasserstand eine gewisse Höhe erreicht hat, sind die Strömungen plötzlich spannend, plötzlich interessant und dann läuft es wieder. Und deswegen, wenn ihr im Fluss, im großen Fluss angeln geht, schreibt euch das Fangbuch auch mit Wasserständen. Die Wasserstände könnt ihr aus dem Videotext oder aus dem Internet rausholen und sind ein gutes Maß für besondere Fängigkeit an bestimmten Stellen. Für mich als Flussangler ist es immer ganz entscheidend, vorher, vor dem Angeln, vor dem Entscheiden, wo ich jetzt hingehe, den Wasserstand abzufragen. Da fallen einige Stellen sofort aus dem Raster und andere werden interessant, je nachdem, ob ich höhere oder niedrigere Stellen habe. Wenn ich also viel Wasser im Fluss habe, dann sind vielleicht die kleinen Stellen zu turbulent, da reißt das Wasser richtig durch und die ruhigeren Mündungen, die sind also dann wesentlich interessanter. Die Fische haben auch keine Lust, jetzt im stark fließenden Wasser unbedingt drin zu bleiben. Die stellen sich so ein bisschen an den Rand, wo also dann auch etwas ruhigeres Wasser zu erwarten ist. Und wenn es dann auch noch sehr trübe wird, dann sollten wir auch unbedingt darauf achten, dass wir nicht zu tief angeln. Mit stark steigendem Wasserstand werden nämlich auch die lichtreicheren Stellen dann interessanter. Wir sollten also die Angeltiefen nicht gravierend vergrößern müssen, wenn wir an einer beliebten Angelstelle angeln gehen. Da ganz unten kann es nämlich viel zu dunkel werden und dann rücken die Zander auch die Böschung einfach ein Stückchen hoch und sind vielleicht ganz woanders zu finden. Die Kunst des Anglers besteht darin, den momentanen Aufenthaltsort der Zander zu riechen. Das ist also auch ein bisschen Nasensache. Noch mehr auch die Uhrzeit, wenn die Zander zum vielleicht gerade entdeckten Fangplatz kommen. Das Gemeine an solchen Stellen ist nämlich, dass die Zander hier gern auch große Runden drehen. Es kann sein, dass die ganze Zeit am Fressen sind, aber gerade auf der anderen Seite. Und wenn sie dann irgendwann zu einer festen Uhrzeit wieder vorbeikommen, dann geht es auch hier an unserer Stelle los. Also nicht zu schnell aufgeben. So eine Stelle muss man auch mal aussitzen. Ich werde ja immer wieder gefragt, wie lange angelst du an einem Platz? An einem Hotspot, von dem ich weiß, dass das also ein großes Gebiet ist, in dem die Zander umherziehen, da bleibe ich auch mal ein paar Stunden stehen, bevor ich die Stelle dann wieder wechsle. Ich habe es also speziell hier oft erlebt, dass ich 1-2 Stunden nichts gefangen habe und auf einmal ging es wieder los. Man kann die Zeit ein bisschen vertreiben, 1-2 Stunden mal ein bisschen woanders angeln gehen und dann wieder zurückkommen. Das macht an ganz markanten Stellen auch ganz besonderen Sinn. Also solche Kanalmündungen sind auch Hotspots, an denen sich das längere Warten ausdrücklich lohnt. Etwas hin und her suchen, aber zu schnell denken, hier seien keine Zander, wäre fatal. Irgendwo hier sind die, das ist sicher. So, und jetzt habe ich die ganze Stelle hier ausführlich untersucht und wir gehen einfach mal angeln. Eigentlich sollen es ja einige Zander werden, aber diese Mündung hat alles. Barsche, Hechte, Zander und wir würden hier tendenziell flach angeln. Der Wasserstand ist nicht sehr hoch. Sind auch schon Angler da, die angeln da, die haben also, soweit ich das mitbekommen habe, noch nichts gefangen. Ich hatte ein bisschen Sorgen, dass sie jetzt die Fische wegfangen. Vielleicht müssen wir hart arbeiten, um eben dann doch den einen oder anderen Fisch an die Leine zu bekommen. Die sind jetzt also schon, während ich hier rede, die ganze Zeit am Angeln. Das scheint also nicht so besonders zu beißen. Thank you.
Hier angeln wir jetzt richtig dicht an die Kante dran. Ich lasse mich jetzt hier so dran treiben, beziehungsweise meinen Köder da so dran treiben, dass wir schön die Kante hochgehen. Das ist zwar sehr gefährlich, aber manchmal auch recht gut. Schauen wir mal, ob da irgendwo so ein Zetti an der Kante liegt. Boah, Gott sei Dank. Alte Krücke. Jetzt hängt er hier irgendwo drin. Da kommt er. Ausgerechnet jetzt habe ich die Kameras nicht mit. Unser Zander. Da ist er. Immerhin ein Zander. Ein Babyzander. Er wollte einen blau-weißen Slotter-Shad. Ja, schönes Fischchen. Der hat mir vielleicht den Tag gerettet. Ich habe euch versprochen, heute gibt es einen Zander. Klein, aber Zander. Tschüss. Ja, liebe Angelfreunde, das war meine Vorstellung der Kanalmündung. Asche auf mein Haupt. Ich wäre um ein Haar hier als Schneider weggegangen. Ich zeige euch das trotzdem und ganz absichtlich, damit ihr seht, auch ein Profi kann mal auf die Nase fallen und fast oder gar nichts fangen. Ich habe zwei schöne Fische drauf gehabt, einen Mini-Zander gefangen. Das ist besser als nichts. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich hier an dieser Stelle viel mehr erwartet. Und natürlich fragt man sich dann, woran hat es gelegen? Und ich habe so ein paar in Anführungsstrichen Ausreden. Es ist extremer Angeldruck hier. Also es kamen heute bestimmt 10 verschiedene Angler an, während ich hier unterwegs war. Das vertragen auch sehr gute Stellen, nicht unbedingt sehr gut. Wenn das jeden Tag hier so geht, dann ist das schon ein bisschen heftig. Ansonsten hatten wir Gewitterstimmung. Gewittriges Wetter schlägt den Zandern manchmal auch auf den Magen. Ich kann es nicht sagen, was Sache ist. Auf jeden Fall für eine super Stelle war es viel zu wenig Fisch. Und ihr seht, das kann auch mir passieren. Ich hoffe, dass ihr mit solchen Stellen trotzdem was anfangen könnt, dass ihr die Hinweise zu diesen Stellen für euch, für besonders gute Angeltage dann auch nutzen könnt. Ich sage vielen Dank für euer Interesse. Petri Heil, tschüss bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer.